zweiten Folge Real Farming, alles 19 Meets Reality hier auf der Grünwälder Land. Unserer Roleplay-Karte auf unserem Roleplay-Projekt. Ich muss mal wieder ein paar Schnitzel machen. Für die Kohleproduktion. Ist nämlich schon wieder leer gelaufen, was Hackschnitzel angeht. Und ich muss mir überlegen, ob ich mir ich brauche da irgendeine andere Möglichkeit. Ich brauche irgendeine Möglichkeit, viel Hackschnitzel in wenig Zeit zu produzieren. Muss ich mich nächste Woche vielleicht mal einen Händler austauschen, was es da für Möglichkeiten gibt. Weil so wie es jetzt ist, komme ich mit den Hackschnitzeln einfach nicht nach. Und das ist dann ein bisschen nervig. Vor allem, da meine Mitarbeiter ja immer hier das Weite suchen. Das ist sowieso ein bisschen schwierig. Ich muss produktiv sein, weil ich habe ja zwar im Moment ein bisschen Zeit, aber das wird nicht immer so sein. Wenn die da sind, kann ich auch noch mal fragen, was das Wasser kosten soll. Kriege ich ja fast einen Ausraster ein. Den Häcksler, den habe ich eigentlich auch noch gemietet, gell? Immer noch. Hä, muss ich das jetzt nochmal sägen oder was? Gibt's ja nicht. Komme ich da überhaupt mit dem Greifer ran? Ich glaube eher nicht. Oh, doch ganz knapp.
knappe Kiste hier. Alter, nicht wahr, oder? Das auch noch im Regen, weißt du? Bisschen ärgerlich. Ah, hallo, Herr Varuna. Hallo. Hallo. Oh, wir werden jetzt anwesend. Was haben denn hier für ein schönes Gerät? Passen Sie auf. Legen Sie nicht ein. Dann sind Sie weg. Ich sehe es schon. Das hackt sich die Sachen klein. Ja, alles was es kriegen kann. Auch Holz. War es gerade eine Beleidigung gegen meine Wenigkeit? Nein. Ich war nur von ihrer Uniform so geflasht. Warum waren Sie von meiner Uniform geflasht? Naja, das auffällige Blau. Bitte schön, Herr Varuna. Danke, ich glaube, Sie könnten bei mir anfangen. Ich wollte erstmal fragen, wie viele Paletten sind denn? 9. 9 passt, kriegen wir drauf. Oh, schickes Grün. Hä? Ja. Schickes Grün. Ja, schönes deutsches Farbgrün. Moment, ich mach mich aus. Hätten Sie nicht besseres Wetter mitbringen können? Ich weiß nicht, das Wetter, das ist so schlimm. Ja, Herr Varuna? Wer fährt denn da bei Ihnen gerade? Ich. Das lobe ich mir. Weil Herr Richter darf nicht fahren. Ja, ich weiß. Da hat das Kraftfahrtbundesamt den Führerschein entzogen. Ja, um 12 muss er antanzen. Wie bitte? Um 12. Ja, was ist damit? Soll er antanzen. Wer? Nein, der Richter. Ah ja, dann lass ihn gleich da. Und war schon so spät. Kein Zeitgefühl heute. Also, hier die paar Paletten nur. Gehen Sie auf die Seite. Nicht, dass ich Sie aus Versehen verletze. Ich meine, das ist jetzt ironisch. Nein. Also, Sie wissen ja, die Paletten, die wiegen ein bisschen was. Wenn die aus Versehen auf Sie drauf fallen, dann... Sind sie platt? Würde ich sagen, sind sie platt. Deswegen setze ich mich jetzt in meinen Tractor. Ja, aber sitzen sie auch in den richtigen Sitz, ne? Ups, also. Sie müssen aber ein wenig weiter rüber noch, sonst wird das nichts. Naja. Alter Mann, ist kein D-Zug, ne? Ach so, weiter. Oh, so passt. Hatten wir die so drauf oder quer? Mal schauen, müssten wir aber so 9 Stück drauf kriegen. Eine jetzt dann quer, wenn die mal losgehen würde. Moment. Machen Sie mal fest. Na, geh halt. Eine jetzt dann quer, würde ich sagen. Ich würde sagen, alle so und dann stapeln. Naja, das lässt sich scheiße fahren. Ich müsste noch 20.000 Liter Wasser bei Ihnen bezahlen. Das der Jürgen abgeholt hat. Was kostet denn das? Wo wurde es denn abgeholt? In den Bergen. Also am Wasserturm.
Machen Sie mal lose hier von. Was? Den vorderen Spanngurt lose. Ah, Richter machst du. Und fest. Oh, das war eine 0 zu 4. Ja, egal, die 0 zu 4 ist auch in Ordnung. Hä? Die 0 zu viel ist auch in Ordnung. Ja, ich glaube, ich muss nochmal abladen. Das war so letztes Mal anders. Stapeln Sie sie doch zur Not übereinander. Ja, Herr Richter, kümmern Sie sich um Ihren Job, ich mich um meinen. 7000. Macht es dann. Kann man aber ja dann wieder verrechnen mit den Holzkohlepaletten. Ja, machen Sie mal lose. Was denn, Herr Richter? Wer hat den Anhänger hier angehauen? Ich hab den abgemacht. Warum abgemacht? Man lass den ab, damit das Ding sicherer steht. Hat schon einen Grund. Wissen Sie, bei mir ist so warm, ich hab keine Lust mehr. Das ist so schwül heute. Fällt dir was auf, Julian? Wo? Ja, so können wir da hochfahren. Und dann fahren wir rückwärts hoch, würde ich mal sagen. Oh, so kann es besser funktionieren. Typisch Landwirte. Wer zahlt denn jetzt den Schaden? Sie wissen doch, das sind reißfeste Nylonsäcke. Hab ich schon wieder vergessen. Aber hab gedacht, das sind Papiersäcke. Deswegen ist die Holzkohle so teuer. Ja, wollen Sie sicher nach Hause kommen oder nicht? Ja, ich fahre es. Es fährt ja nicht unser Führerschein loser. Lustig, lustig, lustig. Heute ist der Wurm drin. Oh. Machen wir mal fest hier. Ja. So, ist fest. Ah, oh, ganz schön schweißtreibend, ey. Ja, vor allem, es war ja so warm. Ja. Und Sie sind nur noch mit Forstwirtschaft beschäftigt, oder wie? Nö, nebenbei habe ich auch noch ein Feld geerntet. Oh, okay. Forstwirtschaft alleine, davon komme ich nicht rum. Wobei, muss schon sagen, 90% oder 80% muss ich schon im Forst aufwenden. Deswegen, warum schränken Sie ja nicht komplett auf Forst um? Unmengen an Hackschnitzel, die ich brauche. Ja, machen. Hier gibt's doch genug an Wälder. Ja. Wenn Sie die Zeit haben, die ganze Zeit im Wald zu sitzen. Ich hatte die Zeit, die ganze Zeit im Wald zu sitzen und Kaffee zu trinken. Die kannst du nochmal ablassen, du hast einen Chat drauf. Du hängst vor mit der Gabel vorne nicht anständig.
Das kann nicht funktionieren, Herr Varuna. Machen Sie mal fest. Ob das die fachmännische Variante ist? Fachmännisch ja. Oder nicht? Machen Sie fest. Festlassen. Hilfe! Lösen. Ja, Sie müssen auf die andere Seite auch mal schauen. Lösen, die Schwerkraft regelt. Ah, ich hab's so. Dann müssen Sie nochmal neu aufladen, also was haben wir ein bisschen. Und die können es besser wie ich. Das habe ich jetzt gehört. Ja, passen Sie auf, dass Sie nicht unter die Räder kommen. Schlimm mit diesen Landwirken hier. Ich sollte mal einen Schutzhelm tragen. Ich dachte aus, dass ihm einmal zu viel auf den Kopf fällt. Ich dachte, schauen Sie doch mal, den Schutzhelm. Ja, ich habe jetzt keine Lust, mit Ihnen auch noch Stress anzufangen. Finde ich gut, wenn Sie mit keinen Stress anfangen wollen. Also lassen Sie bitte solche unqualifizierten Kommentare. Hä? Was für Kommentare? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Nee. Ankuppeln, Herr Richter. Mit Schläuchen. Ja, ist dran. Yeah. Zuerst war es der gelbe Schlauch, oder? Oder zuerst der rote? Der gelbe Schlauch heißt Zapfwelle. Nee, der gelbe Druckluftschlauch. Mach einfach dran alles. Du bist dran. Jetzt los. Wo? Können Sie mal weggehen hier? Ja, ich habe einen Schutzhelm auf. Ja, ist mir egal. Das stört meine Konzentration. Ja? Lassen Sie ihn noch ein Stück ab. Wenn Sie nicht gleich davon weggehen. Ja, wir wollten Ihnen doch nur helfen. Auch keine Hilfe von Ihnen. Mann, nerven die Leute. Herr Richter, dann machen wir hier mal Kaffeepause. Ja. Machen wir hier mal Pause. Ja, ich mache auch mal Pause. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Tschüss.